Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam über das Thema Glaube und Verstand nachdenken möchtest. In der Theologie gibt es eine wichtige Frage, nämlich nach der Allmacht Gottes. Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott in der Lage, so einen Stein zu schaffen. Das müssen wir uns mal vorstellen, wenn Gott wirklich in der Lage ist, einen schweren Stein zu schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann. Ist er dann noch allmächtig, wenn er in der Lage ist, einen Stein nicht hochzuheben? Das passt doch nicht zur Allmacht Gottes. Dann müsste man sagen, na gut, dann ist er wahrscheinlich nicht in der Lage, so einen Stein zu schaffen. Ja, Gott ist in der Lage, einen Stein nicht zu schaffen? Dann ist doch Gott erst recht nicht allmächtig. Und dann versucht man genau mit dieser Frage zu sagen, naja, so einen allmächtigen Gott kann es eigentlich nicht geben. Hat man damit recht? Ich möchte dir mit Hilfe eines Beispiels aus der Mathematik erklären, dass es nicht an dem Inhalt liegt, sondern an der Syntax. Und dazu hilft ein Beispiel, das sogenannte Barbier-Paradoxon von Bertrand Russell. Der hat gesagt, stellen wir uns ein Dorf vor, in dem Dorf lebt ein Barbier, also jemand, der den Bart der Männer rasiert. Und er hat es so definiert und gesagt, der Barbier rasiert all diejenigen, die sich selbst nicht rasieren. Also wenn mir mein Bart wächst, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich rasiere mich selbst oder ich gehe eben zu dem Barbier. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage. Wer rasiert den Barbier? Gibt es wieder grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Der Barbier rasiert sich selbst. Das geht aber nicht laut unserer Definition, weil, wie gesagt, der Barbier rasiert alle diejenigen, die sich selbst nicht rasieren. Jetzt rasiert er sich selbst. Das geht aber nicht, weil er nur diejenigen rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Also müsste man sagen, na gut, dann rasiert sich eben der Barbier nicht. Dann müsste er aber zu sich selbst gehen und von sich selbst rasiert werden, weil er ja alle rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Und das führt auch zum Widerspruch. Auf einmal hat Bertrand Russell eine Art Menge kreiert, die in sich widersprüchlich ist. Und damit hat er die naive Mengenlehre aufgehoben. Und das zeigt genauso bei unserem theologischen Beispiel, dass es ein Konstrukt gibt, das von der Syntax zum Widerspruch geführt wird, aber es liegt nicht unbedingt an dem Inhalt. Genauso bei der Frage nach der Allmacht Gottes. Es liegt nicht an der Allmacht Gottes, dass wir dieses Beispiel zum Widerspruch führen, sondern an der Art und Weise, wie wir die Fragestellung aufgeworfen haben. Genauso wie mit unserem Barbier.